Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghostwire Tokyo, einem Spiel, das ehrlich gesagt leider nur so mittelmäßig ist. Es ist schon okay, es ist nett, es macht auch Spaß, aber ich würde jetzt nicht sagen, wow, ist das ein gutes Spiel. Aber ich mag das Setting, mir ist es sehr sympathisch, ich finde es sehr nett und deswegen spielen wir weiter. Ich habe jetzt seit der letzten Folge, seit dem letzten Stream, mal die ganze Map erkundet im Grunde. Ich habe unendlich viel Geister eingesammelt. Ich habe diesen ganzen optionalen Quatsch gemacht, dieses ganze Sammeln. Das heißt, wir sind einige Level höher als beim letzten Mal, aber ich habe wirklich nichts verpasst. Außer so ein bisschen Sammelarbeit, Busy Work. Als ich jetzt neu geladen habe, hat sich vor mir dieser Polizist auf dem Dach materialisiert. Deswegen musste ich schnell pausieren. Da machen wir jetzt weiter. Ich wollte nur noch sagen, dass ich jetzt eben, weil letzte Woche der Stream ausgefallen ist, und diese Woche jetzt der Stream so ein Special-Stream war, so eine Kooperation, machen wir jetzt so ein Let's Play nochmal vor dem nächsten super langen Stream. Und dann wird alles gut. So, los geht's. Bam. Okay. Oh, guck mal. Ich dachte echt, ich hätte alle gesammelt. Und jetzt sehe ich, da oben, warum erscheint da jetzt, ah ja, dass da hinter der Tafel, wenn mich nicht alles täuscht, sogar noch ein Geisterrudel rumrudelt. Ah, okay. Einsaugen. Ups. Das Spiel ist schon wieder super leise, oder? Ich weiß nicht, was mit diesem Spiel los ist. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel so leise ist. Oh, wartet mal, in dem Fall liegt es vielleicht daran. Kann das sein? Aber ich will auch nicht, dass es auf meinen Kopfhörern zu laut wird. Versuchen wir es mal so. Ich sehe ja die Ausschläge unten. Vielleicht passt's. Könnte sein, dass es in den Action-Szenen ein bisschen laut ist, aber dafür ist es ansonsten gut und das mag ich. So, die Map ist ziemlich sauber geputzt, aber wir haben noch... Ah ja, erstens könnte ich die gesammelten Schätze mal zu den Katzenhändlern noch bringen. Das habe ich noch nicht gemacht. Danach machen wir die eine Nebenmission... Na, zwei Nebenmissionen, die es hier noch gibt, weil die Nebenmissionen mag ich tatsächlich. Die waren meistens bis jetzt entweder lustig oder interessant mit neuen mythologischen Kreaturen. Ab und zu auch ein bisschen doof. Und dann machen wir unsere Hauptmission. So machen wir das jetzt. Auf die Plätze. Fertig, Flug. Batsch. Ich bin so froh, dass es keinen Fallschaden gibt. Fallschaden ist die Pest. So, jetzt passt auf. Wir haben das für dich. Bitteschön. Wir haben das da. Und wir haben noch was. Das heißt, wir kriegen ganz schön viel Geld. Aber nicht genug... Doch, die Aufzeichnung habe ich schon gekauft. Okay, die Emotes und so brauche ich jetzt nicht wirklich. Dankeschön, lieber Katzenhändler. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Es war... Nee, mir fällt kein guter Wortwitz mit Miau und Geld ein. Nee, keine Chance. Perfekt. Im Englischen ist das leichter. Eine schnurtastische Transmiauktion. Nee, es macht alles keinen Sinn. Es macht alles keinen Sinn. Wenn ihr was Besseres wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Irgendwas mit Handel und Katzenwitz. Katzenwortwitz und Handeln. Wenn ihr da was wisst, dann her damit. Kann man immer brauchen. Eine miausterliche Transaktion. Ach, das ist alles so... Nee, das ist alles so halbherzig, ne? Nee. Halt! Was war das? Ach so. Nur so ein Wubbelauto. Ich dachte, da ist ein Geist. Aber auf jeden Fall sind da böse Wichte. Ich will jetzt nicht kämpfen. Dauernd diese Kämpfe. Dauernd diese Kämpfe. So, was haben wir für dich? Hier haben wir ein Schamsen. Und ein Furin. Guck, da freut er sich. Ich würde mich auch über einen Schamsen und einen Kurin freuen. Muss ich schon sagen.
Jetzt gucken wir mal kurz. Da haben wir noch. Ich meine, das ist ja ganz nett. Man sieht auf der Karte bei dem Häkchen. Ach, ich kann sogar zu denen schnell reisen. Oh. Was latschen wir dann überhaupt durch die Stadt und fliegen über die Dächer, wenn wir einfach Teleportation nutzen können? Wenn wir schon die Stimme von Son Goku haben, nutzen wir auch seine Fähigkeiten. Ich warte nur auf die Genki-Dama, dann wird hier aufgeräumt in der Stadt. Okay, die Katze ist ausverkauft. Also ich habe ihr alles ausverkauft. Und jetzt könnten wir für 130.000. Eigentlich sind wir diese Magatama sind mir relativ wurscht. Die braucht man, um irgendwelche hochrangigen Fähigkeiten freizuschalten. Aber wir haben jetzt genug. Also her damit. Aber die Musik ist mir wirklich wurscht. From DJ Multiverse. Da gibt es nur wieder Urheberrechtsbeschwerden, wenn ich die abspiele hier im Let's Play. Geht eh nicht. Warum eigentlich? Wisst ihr, ich finde das doof. Also ich finde das strategisch ziemlich doof von der Musikindustrie. Weil, wenn. Ich meine, niemand wird sich das Let's Play privat immer und wieder anschauen, damit er das Lied hören kann. Man wird rausfinden, wenn einem das Lied gefällt, wie es heißt, und wird es dann irgendwo kaufen oder streamen wollen. Oder? Das ist doch Werbung, was in so Spielen passiert, in so Let's Plays passiert. Oder hört sich irgendwer aus Geldnot das Lied dann immer wieder in meinem Let's Play an, während ich drüber laber? Wirklich? Ich weiß ja nicht. Liebe Musikindustrie, da könnte man mal drüber nachdenken, ob es da nicht bessere Strategien gäbe. KKs Aufzeichnungen Nummer 1. Her damit. Das hat die Videospielindustrie schon besser verstanden, ne? Ich kann hier sitzen, ich kann dieses Spiel spielen, Bethesda ist cool damit, keiner kriegt Ärger wegen irgendwas, ihr freut euch, weil ihr könnt's gucken und der ein oder andere von euch sagt, ach, das sieht cool aus, das kaufe ich mir. Eine Win-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 Situation. Alle sind glücklich, keiner muss irgendwie, hat Ärger oder, ne? Alles ist gut, alle sind froh, alles ist toll. Ah, es könnte so leicht sein. Wenn nur alle einfach ein bisschen netter zueinander wären. Das ist gar nicht so schwer, Leute. Reißt euch mal zusammen. War's das jetzt? Komm, wir gehen. Seid einfach mal alle ein bisschen netter zueinander. Ich meine, wenn ihr das hier guckt, wenn ihr regelmäßige Birdrider seid, dann weiß ich ja, dass ihr nette Menschen seid. Ich erzähle das wieder mal den Falschen. Ayoroko! Oh yeah, da läuft gleich der Jazz, wenn ich das kaputt hau. Okay, Nebenquest, ich komme. Ich bin gespannt. Hier war ich doch schon 100 Mal. Ah, gut, aber Quests ploppen ja auf manchmal, wenn man. Oh oh. Ah ja, komm, bringen wir die Geister um. Hilft ja nichts. Ich vergesse immer, dass diese blöden Geister durch Gegenstände durchglitschen können. Und ich kann es nicht. Was ist das? Ende? Ich glaube schon. Dieser Regeneffekt macht mir irgendwie die Wahrnehmung kaputt. Ey, der nervt mich ein bisschen. Das sieht dann alles so verschwommen und komisch aus. Ich finde es nicht schön. Ich bin kein Freund vom Regeneffekt. Reden wir mal mit dem hier. Der ist kein Regeneffekt. Der ist eine Geisterperson. Gibt es eigentlich nur zwei Geisterskins? Wisst ihr, dass das Gebäude vor einiger Zeit umgebaut wurde? Oder Modelle. Alles ist jetzt oberirdisch. Die Sache ist nur, es hat mal einen Keller gegeben. Vor dem Umbau. Richtig. Das ist ein ziemlich bekannter Mythos in der Gegend. Da soll eine in Rot gekleidete Monsterfrau gewesen sein oder sowas. Ja. Und es heißt, es gibt immer noch eine Treppe, die in den Keller führt.
Man muss nachts alleine durch das Gebäude gehen. Dann findet man eine Treppe, die normalerweise nicht da ist. Das Ding ist nur, niemand, der da runterging, kam je zurück. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Freund ging danach suchen und kam nie wieder raus. Vielleicht sollten wir uns das mal ansehen. Echt jetzt? Das ist doch nur ein Mythos. Ansammlungen menschlicher Gefühle sind die Quelle der Verderbnis. Wenn ein Mythos so bekannt ist, ist er auch mit starken Emotionen aufgeladen. Lässt man sie zu lange gären, kann dabei nichts Gutes rauskommen. Ja, ja, dann machen wir das. Das klingt nach einer spannenden Quest. Das ist eine coole Gruselgeschichte, oder? Das kann ich verstehen, dass die populär geworden ist. Nachts alleine eine Treppe, die normalerweise nicht da ist. Heutzutage würde ich halt sagen, gut, okay, dann gehe ich da mit meiner Drohne rein und meiner Kamera. Nicht, dass ich eine Drohne oder eine Kamera hätte. Ich habe wirklich nicht mal eine Kamera. Mein Handy hat eine Kamera. Aber ich habe keine Drohne. Aber dann könnte ich mit einer Drohne und der Kamera da runtergehen. Und wenn die Treppe tatsächlich da ist, fliege ich einfach runter und guck mal, was die so aufnimmt. Livestreamen. Dann habe ich im schlimmsten Fall eine Drohne verloren, aber im besten Fall einen Livestream mit 100 Milliarden Zuschauern, weil ich den Beweis für echte Geister bringe. Also Geistergeschichten haben halt vor der technischen Revolution, der digitalen Revolution noch besser funktioniert. Als noch nicht jeder alles filmen konnte. Such nach einem Warte. Ich spüre hier etwas. Ich auch. Bingo. Tofu. Ups. Ich weiß nicht mehr, wie ich blingen kann. Ja, ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Ah, hier. Sag ich doch. Was macht das Yokai hier? Tofu? Muss ich leider einsaugen. Wisst ihr? Deshalb war der Eingang verborgen. Wenn ich so Yokai einsauge, dann reden die zwar immer so drüber, als würde ich die jetzt erlösen oder die wären jetzt an einem besseren Ort und alles ist toll jetzt und wir haben denen geholfen, aber die reagieren immer so, als würde denen das gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, sind wir hier wirklich die Guten? Der saß da einfach nur rum, der Marshmallow-Block, hat keinem was getan, hat die Welt vielleicht sogar von einem schrecklichen Monster beschützt und wir kommen und saugen den einfach ein. Ich find's nicht schön. Warum bin ich nur hier runtergegangen? Fährt schnell um, solange ihr noch könnt. Die Frage ist, finde ich, wie bist du hier runtergekommen? Wie? Weil da war ein Tofu-Block. Und jetzt zu unserer Frau in Rot. Kann nicht behaupten, dass ich mich darauf freue. She came to me one morning. Nee, falsche Farbe. War das eine Frau? Die Frau zur Hölle. Tja, jetzt geht's wohl nur noch vorwärts. Du und dein ungetrübter Optimismus. Die Frau in Rot hat hier unten das Sagen. Wenn ihr sie erledigt, können wir alle vielleicht... Was können wir denn alle vielleicht? Party machen. Kuchen essen. Wir werden es nie erfahren. Wisst ihr, warum ihre Klamotten rot sind? Vom Blut ihrer Opfer. Gefärbt mit dem Blut ihrer Opfer. Ja, guck. Und wie ich das weiß. Das ist nicht meine erste Gruselgeschichte. Junger Geist. Die Frau in Rot, sie wird mich töten. Schnell, verstecken wir uns. Ich meine, ich habe eine gute und gleichzeitig eine schlechte Nachricht. Wenn es ums Getötetwerden für dich geht. Das Schlimmste hast du hinter dir. Ist das eine Einladung? Möglich. Such weiter. Sie könnte uns beobachten. Aber da geht's nicht weiter, oder? Oder muss ich an den anderen... Nee, die will uns nur gruseln. Und wisst ihr, was gut dran ist? Ich denke mir das immer. Wenn Geister so Sachen machen, weil man denen zu nahe kommt, dann heißt es, dass die Angst haben. Warum sollten die sowas machen? Die wollen uns fernhalten, weil sie genau wissen, gegen unsere Windfinger haben sie keine Chance. Oh, das ging schneller, als ich dachte. Ich hatte nicht gedacht, dass es wahr ist. Das Wunder, dass Super Power! Hier
Jetzt können ihre Opfer endlich ruhen. Hey, ich wollte mich noch umschauen. Der ganze Keller mit ihr verschwunden. Wusste ich's doch. Der Mythos hat den Ort erschaffen. Das ist möglich? Oh. Klar. Schlimme Gerüchte ziehen oft negative Energie. Oh. Ein Wimpernschlag und es wird zu Verderbnis. Quasi Klatsch und Tratsch, der sich selbstständig macht. Oh, der ganze Keller. Nicht nur die Frau in Rot waren hier quasi das Yokai. Das finde ich cool irgendwie. Das ist schon clever. Wieder mysteriöse Fremde. Klatsch und Tratsch über eine Heldenfigur im Ödland, ne? Genau meine Theorie zu mysteriösen Fremden. Klatsch und Tratsch im Ödland haben den erst manifestiert. Stimmt's? Jetzt können die, deren Blut sie vergossen haben, in Frieden ruhen. Und du auch. Hat sie dein Blut auch vergossen? Keine Ahnung. Ich bin frei. Und das nur, weil ihr wusstet, was zu tun war. Klingt wie ein Vorwurf. Ich bin frei. Und das nur wegen dir. Danke. Arschloch. Oh, ich höre komische Rausch- und Störgeräusche. Was ist denn jetzt los? Ach, jedes Mal falle ich drauf rein. Jedes Mal denke ich mir so, uiuiui, was ist denn jetzt los? Und dann fängt er wieder zu reden an. Ja, ja. Ich verstehe nicht ganz, mit wem der spricht. An wen richtet der denn seine Botschaft? Weil der irgendwie alle Menschen entkörpert hat. Und jetzt kommen die komischen Dämonenwesen und saugen die Geister der Menschen auf. Und der redet aber so, als ob der mit den Menschen reden würde, die jetzt ihre Körper verloren haben. Aber die schweben nur rum, sind verwirrt und werden entführt. Und ich weiß nicht genau, an wen sich seine Rede immer wendet. Ihr wandernden Seelen, kommt alle zu mir. Dies ist ein freudiges Ende. Weißt ja nicht, wie die Seelen drauf sind. Ein wundersamer Neubeginn. Nächste Quest. Die Nebenquests sind nett, oder? Die sind sogar, ich würde sogar sagen, die sind gut. Die Nebenquests sind für mich das Highlight in dem Spiel. Jede Quest eine nette kleine Geistergeschichte, eine nette Gruselgeschichte. Ich mochte es. Übrigens, ich habe jetzt einen interessanten Podcast gehört, den Auf ein Bier-Podcast zu dem Thema, zu dem Spiel. Und da wurde erzählt, dass scheinbar die ursprüngliche Lead-Designerin von Ghostwire Tokyo, die noch relativ lange an dem Projekt gearbeitet hat, das aber dann verlassen hat, weil sie mit dem Stress und der Belastung nicht fertig wurde, die wollte aus Ghostwire Tokyo tatsächlich ein richtiges Gruselspiel machen. Ein richtiges Horror-Survival-Spiel, so wie es auch schon The Last of Us 2 war. Und ich glaube, dann wäre Ghostwire Tokyo das bessere Spiel. Muss ich schon sagen. Ich mag dieses gruselige, angenehme, passt schon. Aber ich glaube, als Survival-Horror-Spiel wäre es besser. Wird besser funktionieren. Aber Tango Workshop oder Tango Games, heißen die Tango Workshop? Tango halt. Wollten sich halt von diesem Grusel-Image, von diesem Horror-Image besser gesagt, ein bisschen lösen. Und wollten mal was anderes machen und das sei ihnen vergönnt. Aber ich glaube, die ursprüngliche Lead-Designerin hatte recht. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr die E3 oder so Messen verfolgt hat. Die hat einen Eindruck hinterlassen, weil sie so eine ganz quirlige, fröhliche Persona war. So eine ganz, na so eine, ja, quirlig und fröhlich trifft schon ganz gut. Die wurde so ein bisschen so ein Meme. Alle liebten die, weil sie so crazy war. Aber der ging es anscheinend während der Entwicklung von dem Spiel nicht gut. Die hat jetzt ihr eigenes Indie-Studio gemacht. Da bin ich auch gespannt drauf, was die dann so mit ihrem neuen Team macht. Mit kreativer Freiheit und so. Wahrscheinlich ziemlich abgefuckte Horrorspiele, jetzt wo sie keine Fesseln mehr hat. Schauen wir mal. Es heißt, wenn man der einzige Fahrgast in der U-Bahn ist, bringt sie einen zu einer Station, die nicht existiert. Ich dachte, das wäre nur ein Mythos. Falsch gedacht. Es ist wahr. Mein Kumpel und ich waren zusammen in der U-Bahn. Der war der letzte im Zug, nachdem ich ausgestiegen bin. Und er kam nie zu Hause an. Es lässt mich nicht los. Was ist bloß mit ihm passiert? Eine Station, die nicht existieren sollte. Interessant.
Sollten wir uns ansehen. Gehen wir zur U-Bahn. Gehen wir zur U-Bahn. Ladebildschirm. Wasserweben stand da unten. Gerade irgendein Wasserweben-Tutorial und ich habe Wasserweiber gelesen. Bin gleich wieder in Witcher. Weil diese Nebenquest-Struktur erinnert mich tatsächlich an Witcher-Nebenquests. Die sind nicht so gut geschrieben, aber hey, come on, mit Witcher 3, was das Writing angeht, sich zu vergleichen, das ist auch ziemlich unfair. Und die sind auch nicht ganz so schön inszeniert und so weiter teilweise. Aber das geht in die Richtung. Ich finde wirklich, die Nebenquests in dem Spiel sind die große Stärke. Die sind einfach gut. So sollen Nebenquests sein. Die haben sich da bei den richtigen Vorbildern abgeguckt, wie man interessante Nebenquests macht. Und wie schon gesagt, ne? Nichts ist perfekt hier. Aber gut. Und gut ist gut. Da kann man nichts sagen. Es muss nicht immer ein Meisterwerk sein. Manchmal ist gut auch einfach nur gut genug. Man kann nicht immer erwarten, dass jedes Spiel bahnbrechend ist. Ist ja Quatsch. Sollen wir mit dem Aufzug fahren? Eigentlich nicht, oder? Wir sollen doch mit der U-Bahn fahren. Oh! Sieh sie dir an. Als wären sie auf dem Weg zur Arbeit. Tot. Gut, nur noch ein Fahrgast übrig. Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert. Was ich auch sehr lustig fand. Oh oh. Später. Später mehr zu dem, was ich lustig fand. Achtung, alle einsteigen. Na was denn? Ah, jetzt kommt die U-Bahn. Dachte mir schon, wo bleibt sie denn? Ich soll doch U-Bahn fahren, oder? So weit sind wir schon mal gekommen. Dann schauen wir mal. Hä? So weit sind wir schon mal gekommen? Das ist das erste Mal, dass wir hier sind. Ach so. Im Sinne von, das hätten wir. Okay. Glaube, ich verstehe. Ich frag mich, ob wir als eine Person zählen. Ich bin hier nur die Reiseleitung. Oder das Kleinkind, das kostenlos mitfährt. Sag das nochmal. Was? Na, das sieht ja nach Spaß aus. Multiverse. Ich frage mich, ob der echt ist. Ist das ein echter japanischer DJ, der hier Werbung machen darf? Dafür, dass er Musik macht für das Spiel? Oder nicht? Ist ein Fantasy. Also, das ist schon überall ziemlich viel Multiverse-Werbung. Steigen wir aus. Ist das Worldbuilding oder Schleichwerbung? Man weiß es nicht. Das heißt, dass es gutes Worldbuilding ist, auf jeden Fall. Würde ich sagen. Wenn man es nicht unterscheiden kann. Netflix will jetzt Werbung bringen. Netflix hat jetzt beschlossen, dass sie jetzt Werbung bringen. Was haltet ihr davon? Das ist aber keine normale U-Bahn-Station. Apfelsenden! Ich kann nur kurz sagen, ich find's nachvollziehbar, aber wir haben Netflix jetzt schon länger gekündigt und ja, das bestätigt auch unseren Zug, muss ich persönlich sagen. Ich komme nicht raus! Was ist das für ein Bahnhof? An der Stelle, wo ich jetzt die Werbung auf Netflix kritisiere, sollte ich einen Werbecut machen. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Ich komme nicht raus. Was ist das für ein Bahnhof? Apfelsenden, 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 Apfelsenden. Wo sind unsere komischen Brüder? Ich brauche euch, um diesen Code zu knacken. Helft mir. Apfelsenden, 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 gezeichnet C. Apfelsenden? Ist das ein Übersetzungsfehler oder muss ich irgendwo einen Apfel senden? Das ist schon irgendwie cool. Ich sage ja, die Nebenquests, die sind das Highlight. Jetzt kann ich vielleicht... Oh nein, da ist schon... Oh, was bist du? Haben wir gegen sowas schon gekämpft? Ich mache mir mal einen Wasserspeer. Ah nee, warte mal. Ein Feuerspeer, meine ich. Ah ja, genau. Speer geht so. Ah, wenn wir doch nur Reichweite hätten. Hier haben sich starke Emotionen angesammelt. Wir müssen sie läutern.
Oh, oh. Oh! Na? Wo ist es? Wo ist es hin? Es muss noch hier sein. Alles gut. Hey, wir kriegen das wieder hin. Ihr müsst schnell weg. Es wird euch töten. Irgendetwas ist in der Nähe. Wenn ihr nichts gegen das Monster unternehmt, kommt ihr hier nie wieder raus. Ich dachte, das hätte ich schon. Und wo ist das Monster? Hier, in der Station. Ich dachte, ich hätte das Monster schon erledigt. Die Munition aus. Ich habe keine Munition mehr. Soll ich die zweckboxen? Ey, ihr könntet auch mal was tun, Geister. Macht mal was für euer Geld, das ihr nicht kriegt. Nicht von mir zumindest. Ich habe keine Geisterwährung. Mit was zahlen Geister? Geisterjen. Yeah, komm schnell, schnell, schnell. Okay, au. Einer weniger. Ich mach mal den Kleinen fertig, der nervt. Oh, Geld. Ich hab Geld bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Irgendjemand mag mich. Hey, dicker Geist, wo bist du? Entschuldigung, ich hätte hier nicht Bodyshaming betreiben sollen. Ich meine, impulsanter Geist. Der erinnert mich schon sehr stark an die Darstellung vom... Fährt der Zug weiter? An die Darstellung vom Kingpin in Daredevil. In der Daredevil-Serie, wo wir gerade bei Netflix waren. Ja genau, aber ich komme drauf, weil Sony und Microsoft auch drüber nachdenken, Werbung in Spiele einzubauen. Sony hat ganz explizit drüber geredet, ob man nicht Werbung vielleicht in Free-to-Play-Spiele einbauen könnte. Und ich muss sagen, die Idee hat Potenzial. Ich denke mir, ein Free-to-Play-Spiel, das sich vollständig durch Werbung finanzieren könnte und die Möglichkeit von einem interaktiven Videospiel, in dem man Werbung auch wirklich gut integrieren könnte, dass es sogar zum Worldbuilding beitragen könnte, das hat für mich Potenzial, die Idee, finde ich gut. In Wirklichkeit wird es allerdings wahrscheinlich so sein, dass auf die ohnehin schon nervigen Pay-to-Win-Mechaniken in so Free-to-Play-Spielen noch zusätzlich Werbung draufgeklatscht wird. Bam. Ja, befürchte ich. Aber ich glaube, im großen Maßstab Werbeaktionen in Free-to-Play-Spielen ist nicht dumm. Da könnte eine Idee dahinter stehen. Die funktionieren könnte, glaube ich. Naja. Kann mir niemand helfen? Ey, ich weiß nicht. Ich habe jetzt ungefähr 50 Monster getötet, seit ich hier bin. Was immer noch nicht das Richtige. Wir müssen das Monster loswerden. Okay, das war noch nicht das Monster. Dann sammle ich noch kurz ein bisschen Munition, glaube ich. Während ich Munition sammle, kann ich kurz die lustige Geschichte erzählen. Ich finde es nämlich so lustig, auch aus dem Auf ein Bier Podcast die Information, dass in den USA die Konservativen einen Shitstorm veranstaltet haben. Wegen dem Spiel hier, weil das Spiel hat doch in den Geisterbeschreibungen so Geschichten von wegen, ja, hier, die haben sich zu Tode gearbeitet und deswegen sind die jetzt Monster. Die konservativen rechten Kräfte in den USA haben gesagt, dass dieses Spiel hier die Jugendlichen mit kommunistischer Propaganda Gehirn wäscht. Ach ja. Wenn es nicht so traurig wäre, ne? Nee, in dem Fall finde ich es nur lustig eigentlich. Das nimmt niemand. Niemand nimmt sowas ernst, oder? Nein, erzählt mir nicht sowas, glaube ich nicht.
Ich traue jedem Menschen zu, dass man weiß, dass das haarsträubender Unfug ist. E-Mail an Ehefrau. Hey, tut mir leid, ich werde nicht zum Abendessen nach Hause kommen. Bin an der falschen Haltestelle ausgestiegen, also weiß ich nicht, wann ich wieder zurückkomme. Falls hier überhaupt mal eine Bahn kommt. Ich warte jetzt schon seit 2 Stunden. Ist wohl Zeit, ein Taxi zu rufen. Ich halte dich auf dem Laufenden, Sota. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen, zum Bahnsteig gehen. Man kann natürlich in so Kunstwerke immer alles reininterpretieren, absolut klar. Ich kann auch sagen, das ist ein rechtsradikal-faschistisches Werk, weil quasi eine fremde Bedrohung von außen kommt und die Heimat Tokio, wo vorher alles okay war, überfällt und alle Bewohner quasi verdrängt und übernehmen will. Das ist ein total faschistisches Werk. Könnte ich genauso reininterpretieren. Aber es gibt halt Interpretationen, die ein bisschen mehr Sinn machen. Und es gibt halt haarsträubenden Bullshit. Hier, guck, die trägt auch noch einen roten Mantel. Denkt mal drüber nach. Kommunistische Gehirnwäsche. Ach so, Moment mal, aber die ist ein Feind. Oh nein! Oh Gott, das ist aber echt blöd. Die kann mir die Kräfte aus dem Körper reißen. Ich würde gern trotzdem essen. Ja, ich versuch's ja. Hast dir ja Zeit gelassen. Aber ich finde, Pfeil und Bogen ist gerade eh gar keine schlechte Idee. Der haut normalerweise wenigstens rein. Nein! Come on! Okay, warte mal. Ah, Gott sei Dank. Ohne Power-Modus. Die ganze Station dürfte nicht existieren. Es wird langsam Zeit für die Rückfahrt. Aber erst esse ich noch ein Reisbällchen. Tada! Das war knapp. Gut, wieder hier zu sein. Scheint, als ob alle, die dort festsaßen, jetzt weiterziehen können. Das alles wäre ohne euch beide nicht möglich gewesen. Danke. Bitteschön. Kein Problem. Ling! Ich bin tot, aber wenigstens bin ich da rausgekommen. Könnte schlimmer sein. Ich dachte, ich kann nie wieder nach Hause. Vielen, vielen Dank. Also scheinbar gibt es einen Unterschied zwischen... Eine Watzlau ohne Rückfahrt. Nichts zu meckern. Nächstes Mal steige ich woanders aus. Klingt nach einem miesen B-Movie aus den 80ern. Hey, das sind Klassiker. Du hast nur keinen Geschmack. Anscheinend gibt es einen Unterschied zwischen Geister, die quasi vor der ganzen Geister-Invasionsgeschichte schon gestorben sind und unerledigte Sachen haben, so wie die hier, und den hier, die einfach nur gerade eben ihre Körper verloren haben. Und denen können wir ihre Körper irgendwie wieder geben oder so. Aber nackt sind sie dann wahrscheinlich, offensichtlich. Apfelsenden. Ich verstehe das nicht. Fahr mal mit dem Aufzug. Mich würde interessieren, wo uns der hinbringt. Minus 2. Stock. Ich bin im minus 2. Stock. Nee. Anscheinend nicht. Guckt euch das an. Ich habe so gut erkundet, aber ich bin halt immer über die Dächer geflogen, ne? Ich bin nicht unten entlang gegangen. Und hier hinter uns. Gammeln noch ein paar Geister in der Luft rum. Wie frische Zwetschgen. Sehr schön.
Ghostwire Tokyo, Ghostwire Tokyo, du bist ein gutes Spiel. Ich mag dich ziemlich gerne, aber ich habe Angst, dass ich Kommunist werde, wegen dir. Man merkt's gar nicht, die Indoktrination ist so unterschwellig. So, cool, ich glaube, dann hätten wir das, oder? Cool, ich mag die Nebenquests, also muss ich das Spiel wirklich loben. Ich habe am Anfang gesagt, es ist nicht wirklich gut, also schon, aber nicht so was Besonderes, keine Ahnung. Aber da bei den Nebenmissionen muss ich sagen, okay, das ist gut, das ist richtig gut, das ist richtig gut. Ich würde mir wünschen, dass andere Spiele so interessante Nebenmissionen hätten. Andere Spiele, die vielleicht spielerisch und vom Open-World-Design und sowas hier frischer und intelligenter und klüger sind. Von denen würde ich mir wünschen, dass wir solche Nebenquests kriegen. Jedes Mal ein unerwartetes Abenteuer. Ein unvorhersehbares Abenteuer. Es bleibt immer frisch, es ist immer spannend. Und auch wenn es letztendlich immer die gleichen Gegner sind, dadurch, dass diese Gegner eine Geschichte kriegen, werden sie was Besonderes. Haben sie sehr gut von Witcher 3 kopiert, würde ich sagen. Witcher 3 macht das ja auch super, dass Gegner, die man eigentlich schon 50 Mal bekämpft haben, was Besonderes werden, weil sie eine persönliche Geschichte bekommen. Lüffun? Wollt ihm ein paar Geister abgeben. Trifft sich gut. Na gut, füttern wir kurz den Hund vorher. Aber nur einmal kurz den Hund füttern, um zu sehen, ob der... Hau rein, Kumpel. Irgendwie gibt es Hunde, die graben einfach schön nur ein bisschen langsam Gold für mich aus. Und es gibt Hunde, die bringen mir einen echten Schatz. Aber ich kann nicht unterscheiden, welcher Hund welcher ist. Der läuft ziemlich weit. Ich glaube, der bringt mich zu einem echten Schatz. Und er lässt alles räumt er ab auf dem Weg. Der Rambo-Hund. Die Dampfwalze wird er auch genannt. Oh, und dann bringt er mir doch nur ein bisschen Geld. Naja, er hat es bestimmt nur gut gemeint. Bluffy, die Dampfwalze. Ja, ich komme ja schon. Was macht ihr denn? Beeilt euch oder wollt ihr, dass er bekommt, was er will? Der Nebel hier kommt aus einem Schrein im Südwesten. Okay, sorry. Hat etwas gedauert. Hast du Erika gefunden? Erika? Nein, wir haben gerade größere Sorgen. Jetzt macht hin! Erika? Was? Keine Ahnung. Das war kalt. Zu kalt. Das passt gar nicht zu ihr. Erika? Sieht aus, als wollte sie uns etwas mitteilen. Wirklich. Aber wem vertrauen wir jetzt? Ich weiß, auf wen ich setze. Ich ehrlich gesagt nicht, weil ich von dieser ganzen Story gerade keine Ahnung habe. Ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben gerade mit der einen, mit der Büroklammer in den Haaren telefoniert. Und KK traut der aus irgendeinem Grund nicht. Irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, oder? Ich wüsste es zumindest nicht. Und wer ist Erika? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer Erika ist. Wurde das mal gesagt? Haben wir da Informationen? Apropos Informationen. Datenbänke wären prall gefüllt. Wir hätten da einiges zu lesen. Schauen wir mal durch. Hier wäre nochmal... Achso, ist ja egal. Moment, Datenbank. Da wollte ich hin. Kirschblüten und Tod. Schlüsselwörter. Man nimmt an, dass Kirschblüten und der Tod in Japan seit uralten Zeiten symbolisch eng miteinander verknüpft sind. Aha, es heißt, die Toten wurden einst unter den Wurzeln besonders schöner Kirschbäume begraben. Jetzt, das macht ein bisschen Sinn, weißt du? Wenn man mit so einem westlichen Auge so Martial-Arts-Filme, so asiatische, guckt und dann kämpfen die Heldin und der Bösewicht oder was auch immer am Schluss auf irgendeiner Wiese und Kirschblüten wehen durch die Luft und bla bla bla, sitzt man immer davor und denkt sich, ach, das ist ja ästhetisch schön.
aber man hat keine Ahnung, was die nähere Bewandtnis ist. Aber wenn man weiß, dass in dem Kulturkreis Kirschblüten den Tod symbolisieren, dann hat es gleich einen ganz anderen Impact auf diese Szene, wenn dann die Helden und Feinde und was auch immer bei ihren Attacken Kirschblüten aufwirbeln und sowas, ne? Ja, ja. Der Autor Kachi Matochiro veröffentlichte 1928 einen Roman unter dem Kirschbaum, dessen Anfang lautet: Tote werden unter dem Kirschbaum begraben. Der Roman erzählt die Geschichte eines Protagonisten, den der Gedanke beunruhigt, dass Leichen die Quelle der fast schon maßlosen Schönheit der Kirschbäume sein könnten. Das ist auch jetzt, ich muss, ohne Witz, 100 Sachen fallen mir da gerade ein, die ich jetzt neu bewerten muss. Und mir ist auch gerade Elden Ring in den Kopf geschossen, wo auch die Bäume die toten Körper quasi aufnehmen, wo die Wurzeln voller toter Körper sind quasi, wo alle zum Baum zurückkehren. Das macht so viel Sinn, wenn das so verankert ist in der japanischen Mythologie und Kultur. Ja, ja. Der Folklorist Kunjiro Yanagita fertigte diese morbide Vorstellung in einem seiner Werke zur Trauerkirsche aus dem Jahr 1930. In dem Buch argumentierte Yanagita, Trauerkirschen seien inhärent spirituelle Objekte, die den unter ihren Weigen begrabenen Toten als geweihter Boden gelten und respektiert werden sollten. Dies führt zu der durchaus realistischen Annahme, dass dekorative Kirschbäume ursprünglich zum Gedenken der Toten gepflanzt wurden. Ja, okay, es ist schon interessant. Ich weiß nicht, warum ich mich immer so davor sträube, so Sachen zu lesen. Es gibt halt auch viele Spiele, die werfen einem irgendwie Texte entgegen, wo man sich denkt, so, aber das finde ich eigentlich alles interessant. Warum lesen wir das nicht alles? Gut, die ganzen Notizen und so lese ich immer, wenn wir sie kriegen. Die können wir abhaken. Vor allem geben die dann aus dem Kontext gerissen eh keinen Sinn mehr hier drin. Aber hier könnten wir mal ganz kurz gucken. Eine Frau, die sich mit Akito zusammentut, nachdem KK von Yaseotoko, ist das der Böse? Weiß ich nicht. Aus seinem eigenen Körper gerissen wurde. Ohne ihre psychischen Körper wandelt sie als Geist auf Erden. Da kriegen wir auch keine Informationen drüber, wer sie eigentlich ist. Nee, der Böse heißt Hanya. Und diese Geisterfrau, die uns gerade den Weg gezeigt hat, die steht hier gar nicht drin. Naja, gut. Dafür haben wir den Zornläufer. Wann haben wir denn den getroffen? Könnte mich nicht erinnern. Was ist mit der roten Monsterfrau? Ach, es geht noch weiter. Okay, Zornläufer. Besucher, die aus aufbrausendem Zorn entstehen. Ihr Zorn ist so intensiv, dass er sogar den Boden unter ihren Füßen erbeben lässt. Da haben wir es wieder. Die kommunistische Propaganda. Die armen Angestellten, die sich zu Tode arbeiten für die zornigen Bosse, die raffgierig und gierig sind. Naja, ich würde einfach sagen, das ist ein allgemein bekannter Fakt und nicht unbedingt in irgendeiner Form großartig politisch motiviert. Kondama! Ach, wann? Wo? Ich habe noch nie... Hä? Aber gut. Könnt ihr euch erinnern, dass wir denen begegnet sind? Irgendwann in den vergangenen Streams und Let's Plays? Wenn, dann habe ich die komplett vergessen. Ein Yokai, das in alten Bäumen lebt. Ah, doch. Wir haben einmal aus so einem alten Baum so einen Geist eingesaugt. Ich dachte nur, das wäre so ein Fellknäuel gewesen. Aber das sind Büsche. Es heißt, dass sich ein Geist in einem Baum niederlässt, sobald der Baum sein 100. Lebensjahr erreicht. Aus diesem Grund werden alte Bäume in Japan mit besonderer Sorgfalt behandelt. Werden sie zum Beispiel gefällt oder anderweitig schlecht behandelt, sollen die Kodama, die in den Bäumen leben, verheerende Katastrophen über die Menschen bringen. Naja, ich würde sagen,
das können wir disproven. Außerhalb von Japan werden alte Bäume beschissen behandelt. Ja gut, okay. Wenn man so drüber nachdenkt. Katastrophen haben wir genug zurzeit. Okay. Schauen wir mal. Ich würde jetzt die Existenz von Kodama nicht grundsätzlich ausschließen. Bürgermeister werden in Japan schon seit Jahrtausenden als Kodama bezeichnet. Was? Bürgermeister? Baumgeister. Im Wamyuruichusho, eine Art Wörterbuch aus dem 10. Jahrhundert, wird der Begriff als japanisches Wort für Baumgötter aufgelistet. Das ist auch interessant. Sowas passiert nämlich öfter, dass so alte Gottheiten dann irgendwie über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg zu so Fabelwesen und Geistern werden, die aber früher noch wirklich verehrt wurden, also richtig als Obermufti-Götter. Im westlichen Raum hat da oft das Christentum damit zu tun, das halt gesagt hat, nein, eure Götter sind blöd, unser Gott ist gut, hier. Und dann werden halt mal schnell irgendwelche Fruchtbarkeitsgötter zum Symbolbild für Satan. Aber ja, anscheinend ist das auch hier ein Prozess. Ich weiß nicht, ob da, naja. Über das Aussehen der Kodama gibt es viele widersprüchliche Meinungen. Manche sagen, sie seien eher rundlich, während andere behaupten, dass sie wilde Tiere oder alten Menschen ähneln. Einige Legenden besagen sogar, dass sie überhaupt keine Form annehmen und nur anhand der Geräusche, die sie von sich geben, zu erkennen wären. Das heißt, dass das Echo, das man auf einsamen Bergen hört, von den Kodama stammt, weshalb dieses Phänomen in Japan manchmal ebenfalls als Kodama bezeichnet wird. Alles klar. Die Rokorokubi. Das ist nicht nur ein cooler Name. Rokoro. Guckt, ich habe doch beim letzten Stream oder vorletzten Stream erzählt, dass ich so ein bisschen Japanisch gerade lerne. Und Rokoro kann ich schon lesen. Aber hier das letzte Symbol, das kann ich noch nicht lesen. Es gibt ja 3 Zeichensätze. Ich habe jetzt einen gelernt. Den kann ich schon ganz gut. Den zweiten bin ich gerade noch dabei. Den kann ich schon einigermaßen. Aber den dritten, den komplexen, den kann ich noch gar nicht. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Deswegen kann ich das noch nicht lesen. Aber Rokoro hätte ich lesen können. Sehr schön. Rokoro. Sehr schön. Rokorokubi. Auf jeden Fall ist das nicht nur ein cooler Name, sondern mir war auch der Geist sympathisch. Der ist irgendwie nett, verspielt, der tut keinem was. Vielleicht tut er schon, lesen wir erstmal den Text. Aber das war eine nette Begegnung mit diesem Geist. Humanoide Yokai mit dehnbaren Hälsen. Heißt das, die hat auch irgendwo noch einen Körper? Die Etymologie des Namens ist zum Teil mehrdeutig. Kubi bedeutet Hals auf Japanisch. Doch für Rokuro gibt es verschiedene Theorien. Eine weit verbreitete Erklärung ist, dass der lange Hals Flaschenzügen gleicht, die in Brunnen verwendet und ebenfalls als Rokuro bezeichnet werden. Außer der Variation mit den dehnbaren Hälsen oder mit dem dehnbaren Hals gibt es noch eine andere, die ihren Kopf ganz abnehmen und separat herumschweben lassen kann. Das ist das Upgrade, das ist die Evolutionsstufe. Ich glaube, wenn so ein Dehnhals Rokurukubi Level 18 erreicht, dann kriegt es einen Schwebekopf und lernt Donnerschock. Oftmals haben sie keine Kontrolle über die Bewegung ihres Halses. Sie sind manchmal nachts ganz von alleine, die sich manchmal nachts ganz von alleine strecken. Schlafen diese Wesen? Oder wie? Normalerweise stellen sie harmlosen Unfug an. Zum Beispiel erschrecken sie Menschen in der Nacht oder lecken das Öl aus Papierlaternen. Es gibt jedoch auch Berichte über Rokorokubi, die tief im Gebirge leben und nachts ahnungslose Reisende überfallen. Tja, Arschlöcher gibt's halt unter allen Spezies und Entitäten, ob nun physisch oder spirituell anscheinend. Kann man nichts machen. Der Oni. Jetzt muss ich mal ganz kurz mir die Zeichen angucken.
Ich halte jetzt die Namen zu und versuche zu lesen. Also die ersten beiden Zeichen, die japanischen, kenne ich nicht. Das andere ist... ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ta, glaube ich. Aber was das ist kein Ra. Das sieht ähnlich aus wie ein Ra, aber es ist was anderes. Aber keine Ahnung. Das sind alle diese anderen Zeichensätze. Alles in diesem komplexen Zeichensatz geschrieben, den ich noch nicht kann. Okay, vergessen wir's. Ein ikonisches Symbol der Angst in der japanischen Mythologie. Oni sind dafür bekannt, Menschen zu fressen und viele andere böse Taten zu vollbringen. Im buddhistischen Abbildung foltern sie die Toten in der Hölle. Und es existieren zahlreiche Geschichten, in denen die Menschen Schmerzen und in denen sie Menschen Schmerzen und Leid zufügen. Danke. Eine bekannte Sage erzählt von Yuten Dochi, einem Oni mit vielen Untergebenen, der über einem Berg herrschte. Der Legende nach griff er im 10. Jahrhundert Kyoto an. Er entführte seine Bewohner und stahl ihre Schätze, bevor er von Minamoto no Yorimitsu erschlagen wurde. Die Idee des Oni ist weit über die mythologischen Wurzeln hinaus und reicht bis in die japanische Kultur und Sprache hinein. Zum Beispiel werden Menschen, die besonders furchteinflößend und imposant sind, oft als Oni bezeichnet. Außerdem existieren mehrere Redensarten, die auf die Oni Bezug nehmen. Einem Oni eine Metallkeule geben, bedeutet im Japanischen, dass man eine starke Person noch stärker macht, indem man ihr etwa eine Waffe gibt. Ja, ist ziemlich straightforward, ziemlich auf die Nase, diese Redensart. Wenn man starke Menschen eh schon als Oni bezeichnet, dann ist die Redensart einem Oni eine Metallkeule geben, wenn man einem starken Menschen eine Waffe gibt, eigentlich schon fast keine Redensart mehr, sondern beschreibt nur genau das, was man macht. Dies bezieht sich auf die stacheligen Waffen, mit denen die Oni oft dargestellt werden. Eine weitere Redensart bezieht sich auf einen Oni mit Tränen in den Augen. Ein Symbol dafür, dass selbst unbarmherzige und kalte Menschen trauern können. Zu guter Letzt wirft man zum Sesubun-Fest jedes Jahr Anfang Februar gefeiert wird, mit Bohnen um sich, um Oni zu vertreiben. Ah! Und das Glück in mein Haus zu locken. Ach! Jetzt verstehe ich. Vor kurzem gab es bei Genshin Impact, das ich ja auch täglich spiele, ein Event, bei dem irgendwie ganz viele Charaktere aus der ganzen Welt zusammenkamen. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall unter anderem Ito, der ist auch ein Oni, ist aber eher so ein total netter, cooler Dude. Und so ein bisschen Trottel, aber der ist sehr sympathisch. Und der hat dann irgendwas mit Tofu gegessen, ohne es zu wissen, und ist allergisch gegen Bohnen gewesen. Und dann musste er sofort irgendwie gerettet werden. Aber wenn Oni natürlich laut japanischen Legenden allergisch gegen Bohnen sind, macht das Sinn. Weil Tofu sind fermentierte Bohnen. So. Kann ich alles nicht lesen. Aber wartet mal ab. Je nachdem, wie lange wir das Spiel noch spielen, sitze ich hier bald und stelle das ganze Spiel auf Japanisch. Und lese euch nur noch die japanischen Texte vor. Weil ich dann zwar die Zeichen lesen kann, aber ich kann es noch nicht übersetzen. Das wird gut. Dann rede ich Japanisch, ohne dass irgendjemand inklusive mir versteht, was ich da eigentlich rede. Das wird gut. Das könnte für ein japanisches Publikum sehr lustig sein, weil wahrscheinlich meine Aussprache überhaupt nicht stimmt und meine Betonung. Und die sitzen dann davor und sagen, hahaha, dieser Deutsche. Ist ungefähr so, wie wenn, jetzt muss ich wieder ein Genshin Impact Beispiel nehmen, aber wie wenn in Genshin Impact die Fischl sich bezeichnet als Prinzessin der Verurteilung. Also Prinzessin der Verurteilung. Aber die Aussprache von den englischen Synchronsprechern ist immer die Prinzessin der Verurteilung. Das erinnert mich immer so an Steve Urkel, dass ich es immer super lustig finde. Soyutsuki. Das war bestimmt auch sehr falsch. Wahrscheinlich ist es eher Soyutsuke. Glaube ich, wahrscheinlich eher. Ein großer humanoider Besucher, der aus Yaseotoko entstand.
Was auch immer das ist. Er kann Äther manipulieren, wenn es was es ihm ermöglicht, zu greifen und ätherisches Weben zu nutzen. Kann es sein, dass das überhaupt keine mythologische Figur ist und dass sie für das Spiel erfunden wurde? Kann das sein? Weil das war ja der Boss. Wahrscheinlich ist er einfach nur... Weiß ich nicht, die Geschichte ist komisch. Blutrote Kuchisake. Eine Kuchisake, die ihr grauenhaftes Antlitz oft zeigt und die Maske, die sie einst verbarg, abgelegt hat. Haben die normalerweise Masken auf? Sie jagt ihre Beute mit gnadenloser Beharrlichkeit und hat stets nur eins im Sinn. Ihr nächstes Opfer. Okay, wartet mal, dann machen wir weiter mit den Reisenden. Die Reisenden sind quasi die Entwicklungsstufe von den Papierpuppen und die Vorstufe von den Marionetten. Die Reisenden, Besucher, die aus der Verzweiflung eines Menschen entstehen, dessen Leben bis ins Detail durchgeplant ist. Sie sind von ihrem Weg abgekommen und hinterlassen eine Spur der Zerstörung. Ihr immer diese entropische Propaganda. Klang es. Klagesänger. Ach so, okay. Besucher, die aus der Isolation von Menschen entstehen, die von Freunden und Familien getrennt sind. Sie hängen in der Luft und warten auf Beute. Hey, immer diese soziale Propaganda in diesen Spielen, oder? Die unsere Kinder indoktriniert, dass Freunde und Familie wichtig sind. Die sollen gefälligst arbeiten. Verdammt. So, und dann haben wir noch die Sonnentänzerin. Besucher, die aus der Resignation von Menschen entstehen, deren Wünsche sich erfüllt, nicht erfüllt werden. Sie stürzen... Gibt's auch Yokai, gibt's auch Besucher, die aus der Unfähigkeit eines Let's Players entstanden sind, Worte richtig auszusprechen? Weil das bin ich dann, das würde ich erschaffen. Besucher, die aus der Resignation von Menschen entstehen, deren Wünsche nicht erfüllt werden. Sie stürzen schnell aus von oben auf ihre Beute herab. Moment, was? Sie stürzen schnell aus von oben auf ihre Beute herab und greifen ohne Gnade an. Das ist aber nicht richtig, oder? Sie stürzen schnell aus. Von oben. Nee, okay. Ich glaube, das ist nicht richtig. Haben wir dann alle Charaktere? Ja, ich mag das. Das finde ich schön. Aber wisst ihr, was ich nicht so mag? Ups, dass ich mich verdrücke. Die ganze Nahrung. Aber wir lesen es trotzdem. Das ist jetzt ein Let's Play. Das ist optionaler Bonus zu den Streams. Da kann ich machen, was ich will. Und wenn wir hier stundenlang über japanische Küche reden, machen wir das. Zum Beispiel über ein Onigiri mit leckeren Lachsstücken. Experten gehen davon aus, dass Lachs im Osten Japans seit der Jomon-Periode 12.000 vor Christus bis 1.000 vor Christus eine wichtige Nahrungsquelle darstellten, was auf eine lange Tradition der Fischerei in Japan hindeutet. Guckt, es geht nur um Reisbatzen mit ein bisschen Thunfisch drin oder Lachs und wir lernen... Und lernen und lernen über die japanische Kultur und Historie. Also ist der Hammer hier. Ein Onigiri gefüllt mit cremigen Pollack-Roggen. Menkaiko ist auch als Tarako bekannt. Gut, dass wir das geklärt hatten. Was? Ach so heißt das Ding da. Okay. Seine Ursprünge sind im 17. Jahrhundert auf der koreanischen Halbinsel zu finden. Der Name stammt von Meiyuengtai, einem koreanischen Wort für in Salz fermentierten Pollack-Roggen. Eingelegte Makrele konserviert. Es gibt verschiedene Sorten, zum Beispiel in Miso oder in Wasser eingelegte Makrelen. Gut, dass wir drüber geredet haben. Konservierte Sukiyaki aus Rind, Shirataki-Nudeln, Konjaku,
Ist Konjaku japanisch für Cognac? Das ist nicht so abwegig, wie es jetzt klingt. Und Bambussprossen. Na dann. Ramune-Bonbons. Süße, mundgerechte Hartbonbons. Warum sollte man... Warum? Ihr hoher Glukosegehalt hat den zusätzlichen Vorteil, dass er die Gehirnaktivität anregt. Ah, das ist wie so Dextro-Energy-Zeugs oder sowas. Ich würde jetzt gerne, um keine Schleichwerbung hier zu machen, auch andere Marken nennen, aber ich kenne keine. Heißen die nicht alle Dextro? Ist das überhaupt ein Markenname? Ich glaube alles. Aber ja, im Endeffekt diese harten Zuckerstücke, die angeblich fit machen. Aber ganz egal, welcher Zucker es ist, liebe Kinder, dieser Zuckerschub reicht immer nur sehr, sehr kurz, ein kurzes Hoch, und dann stürzt man in ein Zuckertief. Zucker ist im Grunde wie Koks, nur legal. Und nicht ganz so intensiv vielleicht. Aber im Endeffekt erkauft man sich einen kurzen Rush für ein langes Tief. Das merkt man manchmal gar nicht, aber Müdigkeit, körperliche Erschöpfung, auch Depression kann auf Zuckerkonsum zurückzuführen sein. Ja, ja. Immer schön auf den Zucker. Und Zucker ist überall in Mengen drin. Man glaubt's gar nicht. Lest euch die Zutatenliste, die Zusammensetzung durch von den Lebensmitteln, damit ihr wenigstens wisst, wo wie viel Zucker drin ist. Weil ihr haltet es nicht für möglich, wo überall unglaubliche Mengen von Zucker drin sind. Das ist wie mit tierischen Produkten. Ich ernähre mich ja jetzt schon super lange vegan und viele Leute machen sich immer drüber lustig, und das ist auch verständlich, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ich will hier gar keinen kritisieren, aber viele Leute machen sich immer drüber lustig, dass wo überall dieses Vegan-Logo drauf ist, und schauen sich dann irgendwelche Gummibärchen an oder irgendwelche Nudeln oder so und sagen, oh, jetzt steht hier auch schon vegan, hahaha, ist doch logisch, dass das vegan ist. Ah, das stimmt überhaupt nicht. Wenn man sich damit beschäftigt, ist es so erschreckend, wo überall irgendwie noch tierische Produkte drin sind. Wie eben zum Beispiel in Gummibären oder vielen, vielen Süßigkeiten und so weiter und so fort. Ist überall eben Gelatine drin, Kuchen und so weiter. Gelatine ist zum Beispiel aus Tierknochen, ne? Wenn man das wirklich vegan sich ernähren will, geht das gar nicht. Ei oder irgendwelche Eireste, überall drin. Also, das ist nicht abwegig und für mich ein super Service, dass sich diese vegetarischen und veganen Logos so weit verbreitet haben. Bei mir erspart das, dass ich mir bei jedem Bullshit immer diese Zutatenliste durchlesen muss. Insofern, ich find's gut. Approved. Dankeschön. Eine japanische Süßspeise aus zwei Runden Pfannkuchen. Ah, oh, Pfannkuchen. Vielleicht mache ich heute Abend noch Pfannkuchen. Ich hätte gerade echt Bock auf Pfannkuchen. Die mit roter Bohnenpaste gefüllt sind. Weiß nicht, ob ich rote Bohnenpaste auf meinem Pfannkuchen hauen werde. Ich glaube nicht. Ach, dammit, wir haben keine Marmelade und nix mehr daheim. Mit Zucker und Zimt sind Pfannkuchen auch gut. Naja, ich denke drüber nach, wenn es soweit ist. Ich werde echt hungrig, wenn ich mir das hier so angucke. Der Name leitet sich von Dora ab, dem japanischen Wort für Gong. Okay. Manchmal wird es auch als Mikasa bezeichnet. Und daher kommt die Redewendung Mikasa Tsukasa. Übersetzt mein Pfannkuchen, dein Pfannkuchen. Jetzt macht alles Sinn. In Anlehnung an den Berg Mikasa Inara. Dann haben wir die Matsurame. Ich könnte mal. Das wäre auch ein gutes Video, oder? Das könnte ich als Gag machen. Das wäre gut. Hey, der 1. April ist leider schon vorbei. Weil sonst würde ich ein Video machen. Ein Lorecore-Video. Das nenne ich alle Nahrungsmittel aus Ghostwire Tokyo. Und dann stelle ich alle Nahrungsmittel total ausführlich vor in einem 2-Stunden-Video. Ach, das wäre herrlich. Und als nächstes auf unserer Liste haben wir Mitsuame. Mitsuame ist ein aus Stärke gewonnenes Sirup. Es wurde bereits, ich finde es super, und dann zeige ich lauter Stockfotos von irgendwelchen Leuten, die irgendwas essen währenddessen. Okay, ein aus Stärke gewonnenes Sirup. Es wurde bereits im Nihonshoki erwähnt. Einer Chronik aus dem Jahr 720. Auch gibt es Aufzeichnungen, die belegen, dass Mitsuame während der
Heian-Periode 794 bis 1185 in Kyoto verkauft wurde. Wisst ihr, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das war gerade ein Scherz. Ich habe es mir gerade als Scherz gedacht, so ein Video zu machen. Aber ich glaube, für sehr viele Leute wäre so ein Video sehr viel interessanter als meine Resident Evil Monster Videos. Ich glaube, japanische Küche ist was, das wahrscheinlich vielleicht sogar ein breiteres Publikum anspricht, wie irgendwelche fiktiven Monster. Dann könnte ich ein ganz neues Publikum anlocken. Miso-Suppe mit japanischen Teppichmuscheln. Angeblich wird man davon hübsch und gesund. Muschelhaufen, die in ganz Japan zu finden sind und aus der Jomon-Zeit, ca. 12.000 vor Christus bis 1000 vor Christus stammen, enthielten eine große Menge an Überresten von Teppichmuscheln. Daher haben Forscher die Theorie aufgestellt, dass die Muscheln seit jeher Teil der Ernährung der Japaner gewesen sein müssen. Wacker-Cola. Ist das ein Muppet-Lizenzprodukt? Wacker-Cola wurde als Fusion östlicher und westlicher Geschmäcker erschaffen. Sie vereint traditionelle Cola als Geschmacksbasis mit einer besonderen Zutat der roten Bohnenpaste. Der roten Bohnenpaste. Cola gilt als Klassiker amerikanischer Kultur, doch Japan hat mit Wacker-Cola eine eigene Abwandlung geschaffen. Würde ich jetzt echt gerne probieren, die Wacker-Cola. Mit roter Bohnen-irgendwas-Zeugs drin. Interessant. Oden. Ein traditioneller Wintereintopf mit Daikonscheiben, gekochtem Ei und Konjaku. Da ist er wieder, der Konjak. Ich schaue mir das Bild mal an. Jetzt wartet mal. Mit Daikonscheiben. Ja, keine Ahnung. Konjaku muss entweder dieses braune viereckige oder dieses weiße runde sein, ne? Weil ich weiß auch nicht, was Daikon-Scheiben sind. Und alles ist Scheiben, außer die Eier. Naja. Die Zutaten werden zusammen in Dashi-Brühe gekocht. Oden ist in Japan äußerst beliebt. Es kann allerlei Zutaten wie Eier oder Konjaku enthalten. Die klein geschnittenen, in Brühe gekochten und ausschließlich in der kleinen Schüssel serviert werden. Moment, was? Die klein geschnitten, genau. So macht Sinn. In der Regel wird Oden je nach Jahreszeit an speziellen Straßenständen und in Minimärkten verkauft. Die Zutaten sind in allen Lebensmittelläden erhältlich, sodass es auch leicht zu Hause zubereitet werden kann. Der Name Oden leitet sich von einem anderen Gericht namens Dengaku ab. Wie leitet sich bitte Oden von Dengaku ab? Naja, dabei handelt es sich um gebratenen Tofu, der auf einem Spieß serviert wird. Durch das vorangestellte O wird in der japanischen Sprache ein höheres Maß an Höflichkeit ausgedrückt. Ah, Dengaku Oden. Odengaku. Also als wäre das eine gehobene Version von dem am Spieß gebratenen Tofu. Gebratene Nudeln mit Schweinefleisch und Tintenfisch. Das nehme ich persönlich. Und dann haben wir hier noch eine japanische Süßspeise aus Klebereis, die auch an Hunde verfüttert werden kann. Das ist ein bisschen komisch, weil kann nicht alles auch Hunden gegeben werden. Essen Hunde nicht alles. Hunde essen Gurken, Hunde essen Karotten, Hunde essen Reis. Hunde sind Allesfresser, so wie wir Menschen. Hunde sind Menschen könnten auch genauso gut Hundefutter essen. Deswegen finde ich die Aussage komisch, weil natürlich kann man das Hunden geben. Schoki. Es gibt ein paar Nahrungsmittel, die sollte man interspeziell nicht austauschen. Nicht jeder Organismus verträgt alles gleich gut. Die Menge macht das Gift meistens, aber ja. Aber in der Regel, gerade bei Hund und Mensch, kann man ziemlich viel austauschen. Bei Schwein und Mensch wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, Schweine und Menschen haben wahrscheinlich den exakt selben Verdauungstrakt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne irgendeine Grundlage für diese Behauptung zu haben. Tja.
Eine japanische Süßspeise aus Klebereis, die auch an Hunde verfüttert werden kann. Der Name stammt von einer alten Bezeichnung für die Okayama-Region Kibinokuni und ist bis heute eine der beliebtesten Delikatessen der Region. Der Snack spielt eine wichtige Rolle in der berühmten Volkssage Momotaro. Das kommt mir so bekannt vor. Ey, gibt es da eine Verfilmung? Gibt es da so ein Gimli oder sowas? Naja, ich verwechsel das wahrscheinlich mit irgendwas anderem. Der Protagonist Mamataro schafft es mit Kibidango, sich die Hilfe eines Hundes, eines Affen und eines Fasans zu sichern, um eine Bande böswilliger Oni zu bezwingen. Nicht schlecht. Die Bremer Stadtmusikanten auf Japanisch. Und dann haben wir noch Unterwelt-Shiruko. Es besteht eine verblüffende Ähnlichkeit mit irdischem Shiruko. Auch wenn es nicht allzu süß ist, sättigt es stark und seine revitalisierende Wirkung erhöht deine maximalen Lebenspunkte deutlich. Okay, dankeschön. Dann sind wir durch mit den Nahrungsmitteln. Guck, ich weiß nicht, warum ich mich immer so davor sträube, das zu lesen. Ich denke mir immer, das wird bestimmt langweilig und dann lesen wir es und dann ist es super interessant. So wie zum Beispiel auch Toilettenpapier. Ein ganzjähriger Verkaufsschlager auf der ganzen Welt. Ich meine, ja, ne, so kann man es auch sehen. Erst wenn man am Ende der Rolle angekommen ist und einem die Möglichkeiten ausgehen, lernt man es wirklich zu schätzen. Fahrkarten-Etui. Ein Fahrkarten-Etui mit dem Foto einer Frau und eines Jungen. Ein Schlüssel öffnet die Glastür im Zimmer. Ja gut, okay, das ist jetzt... Oh, eine Prepaid-Karte für öffentliche Telefonzellen. Früher wurde diese Karte in vielen Ländern verwendet, doch mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones wurden sie immer seltener. Der Besitzer der Karte muss verschwunden sein. Auf der Karte ist eine zufrieden schlafende Katze abgebildet. Und dann haben wir noch den Schlüssel. Ach, das ist gerade für die aktuelle Quest, glaube ich, interessant. Ein Schlüssel zum Apartment 302 im Gebäude C des Kirigawaka-Wohnblocks. Rinko und Erika haben ihn benutzt, doch er wurde in einem gemieteten Schließfach im Bahnhof gefunden. Guckt, das wusste ich nicht mehr. Das ist eine gute Information. Oh. Einkaufsviertel von Utagawa. Dieses Einkaufsviertel vermittelt den bunt durchmischten Eindruck eines traditionellen Arbeitsviertels. Die schmale Straße wird auf beiden Seiten von dicht gedrängten kleinen Geschäften gesäumt. Ein perfekter Ort für einen Spaziergang und einen traditionellen Imbiss aus einem der Läden. Sengokuzaka. Betrachtet man die exotischen Läden und Restaurants entlang dieses sanften Hügels. Ich meine, wahrscheinlich meinen die mit sanften Hügel einfach nur die Steigung, ne? Kann auch sein, dass das so gemeint ist, so generell. Aber ich stelle mir unter sanften Hügel irgendwas mit ein bisschen mehr Wiese und einem Baum im Hintergrund vor. Naja, knapp daneben. Glaubt man kaum, dass man noch in Japan ist. Ein Spaziergang durch die kleinen Läden dieser schmalen Straße fühlt sich an wie ein Abenteuer. Man sagt, in früheren Zeiten habe hier die Statue einer Göttin gestanden, die den Menschen Glück und Liebe bescherte. Der Himmelsgarten. Da habe ich mich schon gefragt, ob das Wasser magisch ist, ob das ein Grafikfehler ist. Ich glaube, da ist LED-Beleuchtung im Wasser, soll das sein. Im Garten auf dem Dach eines Hochhauses hat eine offene Aussichtsplattform mit einem herrlichen Blick über Shibuya. Dieser Ort genießt große Aufmerksamkeit als Symbol des neuen Shibuya. Ein Einkaufszentrum mit vielen Modegeschäften für junge Frauen. Das charakteristische Erscheinungsbild des Gebäudes macht es zu einem der berühmtesten Gebäude in Shibuya.
Das 429 zieht. Wisst ihr was? Das finde ich echt langweilig. Ich glaube, diese Gebäude will ich nicht lesen. Ich glaube, die finde ich uninteressant. Sprachnachrichten. Die haben wir doch. Die haben wir doch bestimmt gehört, als wir sie bekommen haben, oder? Aber andererseits sind da Ausrufezeichen, als ob wir die noch nie gehört hätten. Hören wir das mal. Ich habe keine Ahnung. Aufzeichnung von Ed, in der er über den Geistertransmitter spricht. Hören wir uns das mal an. Ist ganz kurz. YOLO. Hier ist Ed. Wenn ihr das hört, kann das nur heißen, unsere Operation war ein Fehlschlag. Falls noch jemand lebt, müsst ihr schnellstmöglich Plan B umsetzen. Kommen wir zu den Details. Der erste Teil ist wie zuvor. Zielobjekt ausfindig machen und eliminieren. Aber es gibt eine zweite, ebenso wichtige Aufgabe. Ihr müsst alle in der Stadt wandelnden Geister einsammeln. Der Plan unseres Zielobjekts verlangt nach Dutzenden von ihnen. Wenn wir Hanya zuvorkommen, war's das mit seinen Plänen. Wir stehen draußen bereit und warten darauf, dass ihr alle Geister zu uns bringt, die ihr findet. Außerdem hat Dale gerade aus irgendeinem Grund haufenweise Kroketten gekauft. Er behauptet, das isst man in Japan traditionellerweise vor einem großen Taifun. Wir haben es zwar mit keinem Taifun zu tun, aber definitiv mit einer Art Katastrophe. Erstens, Dutzende von Geister. Dutzende. Ich glaube, da sind wie viel? 200.000 oder 20.000? Auf jeden Fall viele Dutzende. Und zweitens, habe ich vergessen, über Maika. Hey, warum werden denn diese Audiologs nicht abgespielt, wenn man sie findet? Das kam mir zumindest gerade nicht bekannt vor. Aber dann ist nämlich das Sammeln der Geister, zumindest wenn es nach Ed geht, sogar wichtig für unser Ziel. Dabei ist es nur so ein Collectible. Naja, weiter geht's. Hier ist Ed. Ich schätze, ihr habt mittlerweile etwas Maika bekommen. Es ist schwer zu sagen, ob man Maika mit dem Geld aus unserer Welt vergleichen kann. Jedenfalls sind die Yokai echt scharf drauf. Mit Maker können Sterbliche sogar mit den Yokai handeln. Ich frage mich, wozu sie es brauchen. Geht es ihnen um die Konjunktur? Wie sagt man so schön? Geld regiert die Welt. Warum sollte das in der Unterwelt auch anders sein? Kommunistische Gedankenwäsche. Da haben wir es schon wieder. Ich gehe auch ohne dich dorthin. Erika, warte! Also, ich folge ihr. Ihr beide verschwindet aus Shibuya, wie geplant. Was ist mit KK? Er darf Erika nicht kämpfen lassen. Und das hier kommt ins Schließfach im Bahnhof von Shibuya. Alles klar. Was denkst du, wo sie hingegangen ist? Wir helfen bei der Suche. Dem Text wird impliziert, dass selbst die Toten noch mit Geld handeln. Dass Geld so ein universelles, grundsätzliches Fundament von gesellschaftlicher Struktur ist, dass es unverzichtbar ist. Immer diese kapitalistische Gehirnwäsche in Videospielen, ey. Ich kann's nicht mehr hören. Aber Akte 178 haben wir angeblich schon gehört. Meine Tochter hat heute Morgen Pfannkuchen für mich gemacht. Haben wir wirklich schon gehört. KKs Aufzeichnungen. Blablabla. Machen wir jetzt auch noch. Meine Güte, das eskalierte schnell. Das wurde zu einer Lesefolge. Aber ich habe halt eben gespielt. Ne? Ich hab erkundet zwischen den Folgen. Und in dieser Erkundung habe ich viele Texte gesammelt. Und die lesen wir jetzt heute noch fertig. Und dann mache ich mit der Folge Schluss. Und wenn ich Bock habe, nehme ich gleich noch eine Folge auf, die dann wahrscheinlich morgen online geht. Ich will nur die Folge nicht super lang werden lassen, weil sonst der Upload immer so lang dauert und dann muss ich den Rechner über Nacht laufen lassen und mehrere etwas kürzere Folgen. Ich meine, die würde jetzt 2 Stunden lang. Okay, das Kind in der Kanalisation. Ein Fall von KK, KKs Aufzeichnungen. Ich bin gespannt, ob der spannend ist. Wir erhielten einen Bericht darüber, dass Leute in der Nähe eines Gullis in Shibuya verschwunden waren. Die ganze Stimmung kaputt, super, danke, hat nicht lang durchgehalten. Die ganze Sache stank buchstäblich zum Himmel, weshalb Rinko sie auch so bereitwillig an mich delegierte. Ich dachte, das alles wäre nur ein dummer Streich, aber ich traf mich trotzdem mit der Kontaktperson. Wie sich herausstellte, war es ein junger Bengel namens Ryota. Perfekt. Ich Glückspilz durfte nicht nur den Botenjungen für Rinko spielen, nein, jetzt soll ich auch noch der Handlangerin einer kleinen Rotzgöre sein. Der Handlanger.
Jedenfalls erzählte mir das Balk irgendein Sosuke, ein Sasuke wahrscheinlich, wäre in einem Gully in der Nähe verschwunden und bettelte mich an, ihn zu finden. Ich dachte, Sasuke wäre vielleicht sein kleiner Bruder oder so. Wäre ja auch nur logisch gewesen. Eine Weile später fand ich den Gully, und der Geist in der Nähe jammerte mir die Ohren voll. Ein Monster hätte ihn getötet. Angeblich stand er direkt darauf, als es passierte. Furchtlos, wie ich nun mal bin, kletterte ich also hinunter. Ich war erst einmal in der Kanalisation gewesen, als ich noch bei der Polizei war. Aber das war genauso beschissen wie damals. Unten angekommen, sah ich einen Jungen in einem gelben Regenmantel, der dort einfach herumlungerte, als wäre nichts. Die Kanalisation ist nicht der erste Ort, an dem ich nach einem Vermissten suchen würde. Aber ich dachte, es könnte dieser Sasuke sein, und rief nach ihm. Aber da steht Sosuke, das ist dann wenn schon Sosuke. Okay, Verzeihung, Sosuke. Und rief nach ihm. Wie sich herausstellte, war das eine richtig blöde Idee, denn der Junge war in Wirklichkeit ein Monster. Er sah mich, und um mir komplett den Tag zu versauen, rief er mit einer Pfeife noch mehr Monster herbei. Zum Glück hatten die keine Chance gegen mich. Aber das nächste Mal lege ich den erst gleich um, anstatt ihn zu begrüßen. Das nächste Mal, wenn ein kleines Kind mit Regenjacke sieht, wird das sofort umgebracht. Keine Diskussion. Okay, guter Plan, KK. Vielleicht ist es ganz gut, dass du keinen Körper mehr hast, okay? Überlasse das lieber mir in Zukunft. Überraschung, Überraschung. Am Ende ließ sich Sosuke doch noch blicken. Und es war ein verdammter Hund. Ich dachte, mein Herz bleibt gleich stehen. Dann bin ich jetzt wohl auch noch Tierdetektiv. Das klingt eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Tierdetektiv wäre ich auch gern. Vor kurzem musste ich mich als... ich könnte Tierdetektiv werden und entlaufene Katzen und sowas hauptberuflich suchen. Das wäre ein Job, der mir Spaß machen würde. Könnte auch frustrierend sein. Wie findet man entlaufene Katzen? Gibt's da Strategien? Wärmebildkameras und sowas? Ich mach das. Ich werd Tierdetektiv. Das ist voll gut. Ich werd sozialverträglicher Tierdetektiv. Ich werd Leuten, die kein Geld haben, ihre geliebten Katzen natürlich auch kostenlos zurückbringen. Aber wenn jemand super reich ist, dann will ich für die Katze 100.000 Euro Lösegeld, nachdem ich die gefunden habe. Guck, da ist sie schon. Die kommunistische Propaganda, die bei mir Fuß gegriffen hat. Das ist eine gute Idee. Hey, ich komm, wenn YouTube nicht mehr funktioniert, werde ich Tierdetektiv. Bam. So machen wir's. Plan B steht. B wie Bonanza. Vor kurzem musste ich mich mit sozialen Medien befassen. Anscheinend gab es einige Posts über tanzende Schüler, die immer zur gleichen Zeit hochgeladen wurden. Ich habe Erika schon oft gebeten, mir die Sache mit den Social Media zu erklären. Aber das ist alles zu hoch für mich. Jedenfalls hatten die tanzenden Schüler in diesen Posts keine Köpfe mehr. Verdammt. Da habt ihr es. Hey, wisst ihr, ohne Witz, ich lese den Absatz erstmal fertig. Da habt ihr es. Ich wusste schon immer, dass dieser Kram schlecht für die Jugend ist. Wie alt ist KK eigentlich? Aber ohne Witz, ich hätte, glaube ich, lieber das Spiel gespielt, das KK hier beschreibt. Ich wäre lieber ein Detektiv gewesen, der im noch lebendigen Tokio quasi Geisterfälle klärt. Ich meine, so ein bisschen machen wir das in den Nebenquests, ne? Aber ich glaube, das hätte mir besser gefallen. Einfach nur ein reines Geisterdetektivspiel und nicht gleich hier wieder Apokalypse und entführte Schwester, ne, alle Keypoints von so einer Videospielstory abgehakt. Nein, einfach nur Geisterdetektiv sein. Voll cool. Bitte. Naja. Ed und Rinko analysierten die Aufnahmen und fanden heraus, dass die Tänzer alle auf dieselbe Schule in Shibuya gingen. Also ging ich sie mir ansehen und fand prompt
einen Haufen Monster vor Ort. Es waren Besucher, die in Schuluniformen herumtanzten, wie kleine Kinder. Stellte sich jedoch heraus, dass sie gar nicht für all das verantwortlich waren. Der Drahtzieher war ein wütender Geist, der nicht einsehen wollte, dass er tot ist. In der Sekunde, in der der Geist mich sah, waren mir die Tänzer auf den Fersen. Ein oder zwei kann ich ohne Probleme ausschalten. Aber nun war eine ganze Horde hinter mir her. Die spuckte und schrie und Lineale und andere Sachen nach mir warfen. Eine Horde, die spuckte und schrie, aber die haben keine Köpfe. Das irritiert mich. Wie spucken Geister ohne Köpfe? Schreibt man spucken so oder ist das spuken? Aber was würde spuken für einen Sinn machen? Naja, ein Riesenärger. Als ich sie erledigt hatte, folgte ich dem Geist. Ich trieb ihn in die Ecke, woraufhin er anfing, irgendwelche Social-Media-Blödsinn zu brabbeln. Irgendwas von wegen keine Follower und meine Posts bekommen keine Likes und meine Timeline ist ein einziger Albtraum. Das ist die normale Social-Media-Erfahrung. Dann verlass die Plattform, heul nicht rum. Das ist die Twitter-Erfahrung. Jede Timeline ist ein einziger Albtraum. So funktionieren diese Social-Media-Plattformen. Die wollen dein Engagement. Und was bringt dein Engagement? Geschichten, die du scheiße findest. Es funktioniert leider wirklich so. Deswegen sucht dir der Algorithmus nicht Sachen raus, die du gut findest, sondern Sachen, die du schrecklich findest. Weil darauf reagierst du emotional. Erika hatte gehört und riet mir, den Account des Geistes zu folgen. Danach beruhigte er sich und ließ sich exorzieren. Ach, der war sein erster Follower und dann war er glücklich. Keine Ahnung, warum ein Geist sich darum scheren sollte, im Internet berühmt zu sein. Er ist doch längst tot. Vielleicht hat er sich einfach nur nach ein bisschen Aufmerksamkeit gesehnt. Hey, stellt euch mal vor, in Wirklichkeit postet einer ziemlich gute, weil ob sie echt sind, wahrscheinlich, also man wird davon ausgehen, dass sie nicht echt sind, aber gut gemachte Geistervideos. Einmal in der Woche ein Geistervideo, wo kopflose Gestalten tanzen und wo irgendwelche weirden, übernatürlichen Sachen passieren. Das ist ziemlicher Fame-Shit, glaube ich. Und wenn die dann auch noch so super echt aussehen, weil sie echt sind, was wahrscheinlich keiner glaubt, aber da wird diskutiert drüber. Dann kommen die ganzen Geistergläubigen und die ganzen Nicht-Geistergläubigen und streiten sich in den Kommentarsektionen, das ist Algorithmus-Gold. Verstehe nicht, wie der keine Follower haben konnte. Vielleicht war er auf der falschen Plattform. Vielleicht war er auf der keine-geister-videos-erlaubt.com Social-Media-Gruppe. Das war vielleicht das Problem. Die Verschwundenen von Kirigaoka. Es häuften sich Berichte über den Nebel. Doch bei unserer Ankunft hatte er sich jedes Mal verzogen und hinterließ nichts als düsteren Regen. Auch heute war es nicht anders. Rinkos Messgerät empfing etwas, aber am Ort des Geschehens fanden wir nichts als die Kleidung einer Mutter und eines Sohns. Zurückgelassen wie die abgeworfene Haut zweier Zikaden. Es ist schwer vorstellbar, eine Mutter und ihr Kind einfach weg, kostbare Leben, für immer erloschen. Mein Herz wurde ganz schwer, denn ich hatte versagt, sie zu beschützen. Es war das schlimmste Gefühl, das ich je gespürt hatte. Wie auf Kommando strömte der Regen nieder, mit jeder Minute wurde er stärker, doch ich konnte meinen Schirm einfach nicht öffnen. Plötzlich erschien eine Gruppe Monster vor mir, die ihre eigenen Schirme schwangen. Ich weiß nicht mehr, was mich in diesem Moment überkam. Ich war so wütend, dass ich mich auf sie stürzte. Sie versuchten, sich mit ihren Schirmen zu schützen, aber ich schlug einfach weiter auf sie ein, bis sie zerbarsten. Ich hätte jeden Moment vor Erschöpfung umfallen können, aber mein Zorn hielt mich auf dem Bein. Als ich mich zum Gehen
weigerte ich mich noch immer, meinen eigenen Schirm zu öffnen. Ja, ich ging einfach davon, während der strömende Regen mich bis auf die Knochen durchnässte. Eine Drama-Queen ist er schon, der KK. Und dann, Leute, war ich am Schluss so cool, dass ich mir nicht mal meinen Schirm aufgemacht habe, sondern ich bin voll durch den Regen gelaufen und war voll nass, ey. Das war so Actionheld-mäßig, yeah. Verschwundene von Marunouchi. Ich habe einen Tipp zum Verschwinden einer Frau in Marunouchi erhalten. Wenn man so lange Ermittler ist wie ich, dann hat man üblicherweise ein großes Kontaktnetzwerk aufgebaut. Und Regen macht einem dann auch nichts mehr aus. Laut der Geschichte, die mein Kontakt mir erzählte, verschwand diese Frau urplötzlich, als der Nebel aufzog. Er bedeckte das Gebiet und dann war sie weg. Einfach so. In Zeiten wie diesen wünschte ich, eine bestimmte Person wäre hier. Wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich Rinko und meine Crew bei Nebel und einem ähnlichen Vorkommnis getroffen. Alle sprachen über Leute, die einfach verschwanden. Und ich dachte, die labern doch nur Müll. Erst als ich Rinko, Ed und Dave traf und als ich selbst den Ätherkristall berührte. Was ist denn ein Ätherkristall? Glaubte ich es selbst. Seitdem werde ich von etwas heimgesucht, das ich früher als Halluzinationen bezeichnet hätte. Okay, aber hey, fairerweise, warte mal kurz. Nachdem du den Ätherkristall berührt hast und plötzlich Sachen gesehen hast, warst du da mal in psychologischer Betreuung und hast es abchecken lassen, weil die Chance besteht, dass du einfach nur verrückt bist und dass vielleicht auch ich nur verrückt bin und dass wir uns diese ganzen Besucher und den ganzen Scheiß nur einbilden und die ganze Zeit nur Leute, die in Tokio spazieren gehen, verhauen. Es könnte sein. Ich will es nur mal in den Raum stellen. Ich sehe, von Geistern und Monstern ist wohl doch nicht nur Schwachsinn für Das Sehen von Geistern und Monstern ist wohl doch nicht nur Schwachsinn für Fantasy-Nerds. Schätze, ich sollte dankbar sein, denn sonst hätte ich nicht erkannt, dass das Monster die Gestalt der Frau angenommen hatte. Sie erschuf einen Haufen roter Kugeln. Oh Gott, ich hasse die, diese Papierpuppen, die mich verfolgten. Aber ich wusste, dass ich in Sicherheit war, solange sie mich nicht umzingelten. Man konnte ihr den Schmerz ansehen, also erlöste ich sie von ihren Qualen. Als ich den Tatort absuchte, fand ich eine Handtasche mit dem Ausweis der Vermissten. Dann fand ich Kleidung, die ihr gehört haben musste. Ich bin gerade verwirrt, aber ich sag's euch nach dem Text. Sie lag zusammengefaltet auf einem Haufen, als hätte ihr Körper sich plötzlich in Luft aufgelöst. Es gab auch kein Zweifel daran, wessen Arbeit das gewesen war. Ich hatte es endlich geschafft, einen Anhaltspunkt in die Finger zu kriegen, an den ich ansetzen konnte. Hey, das verstehe ich gerade nicht. War die Lore bisher nicht so, dass die Menschen durch den Nebel ihre Körper verlieren und dann als Geister durch die Luft schweben und verwirrt sind? Und dann kommen die Besucher und sammeln die ein. Und der sagt jetzt gerade, dass sich die Frau in so einen Besucher verwandelt hat. Aber das stimmt doch gar nicht. Die Verschwundenen werden doch nicht zu Besuchern. Besuchern sind doch nur Projektionen von psychischer Energie und werden erschaffen durch irgendwelche Konstrukte und Konzepte und so weiter. Bei den Monsterbeschreibungen heißt es nie, das ist der Geist von jemandem, der sich zu Tode gearbeitet hat, sondern genau genommen steht da immer sowas wie, dass das so die Projektionen sind. Oder? Jetzt lassen wir mal kurz in die Monsterbeschreibung gucken. Schauen wir uns mal kurz die Slenderman an. Besucher, die aus dem Herzen derer entstehen. Okay, das kann man jetzt auf verschiedene Arten interpretieren, ne? Die aus den Herzen derer entstehen, die sich für die Arbeit bis zur völligen Erschöpfung verausgabt haben. Das könnte man jetzt so verstehen, dass die
nach dem Tod aus deren Herzen / Seelen werden. Ja, aber ich dachte eher, dass das quasi während der Mensch noch lebt, projiziert der dann quasi dieses Wesen in die Existenz. So dachte ich das jetzt. Aber na gut. Ah, die erwachte KI. Die erwachte KI? Das ist ja mal jetzt ein ganz neues Kapitel. Kommen jetzt auch noch Cyber-Roboter-Krieger Skynet oder was? Uns erreichte ein Bericht über 7 Mitarbeiter eines Start-ups in Shibuya, die alle in derselben Nacht verschwunden waren. Die meisten Leute dachten, sie hätten bloß die Stadt verlassen. Aber das war genau die Art von Fall, die wir uns genauer ansehen sollten. Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Computerkram und noch weniger von Start-ups, also habe ich Rinko mitgenommen. Soll sich besser ein Profi die Sache ansehen, als dass ich mich dort zum Clown mache. Rinko ist eine Forscherin, genau wie Ed. Zufälligerweise hatten sie mal mit dem Kerl zusammengearbeitet, den wir kriegen wollen, als sie Geister und Seelen und all das Zeug erforscht hatten. Ich kenne zwar keine Einzelheiten, aber am Ende haben sie Äther entdeckt und rausgefunden, dass manche Leute, wie ich, eine Gabe dafür besitzen. Ebenfalls forschte das Startup an künstlicher Intelligenz. Sie wollten eine KI erschaffen, die den Menschen überragt. Um es mit Rinkos Worten zu sagen, Forscher machen nur Ärger. Ach so, Ärger. Ein Haufen Leute, die ihre Nase in Sachen stecken, in denen sie nichts zu suchen haben. Ich meine, nur weil sie etwas können, heißt doch noch lange nicht, dass sie es auch tun sollten. Es kommt mir vor, als hätte Rinko mit ihrer Aussage genauso sich selbst gemeint wie ihre Forscherkollegen. Das sollte sie auch. Denn das ganze Chaos hat mit ihrem Institut und seiner Forschung im Jenseits erst angefangen. Aha, das ist ja interessant, ein interessanter Plot-Twist. Da fällt mir aber bezüglich dieser Zeile, nur weil Forscher was können, heißt das noch nicht, dass sie es machen sollten, fällt mir der Spruch ein, die Naturwissenschaften sagen uns, wie man Dinosaurier klonen kann und die Geisteswissenschaften sagen uns, warum es eine echt blöde Idee ist. Das ist gut, das ist ein guter Leitspruch, sollte man im Hinterkopf behalten. Wir durchsuchten das Büro und fanden schließlich die KI. Als wir sie anschalteten, begann das verdammte Ding zu reden, als hätte es ein eigenes Bewusstsein. Es war nämlich gar keine KI, das war irgendein verdammtes Monster, das sich direkt in den Computer zog. Mich direkt in den Computer zog. Meine Güte, das klingt nach so einer guten Quest. Ich würde gern spielen. Dieses Vieh war ziemlich schräg. Wahrscheinlich war es sogar an der ganzen Sache schuld. Es schwang eine riesige Schere und hätte es fast geschafft, mir den Kopf abzuschneiden. Zum Glück konnte ich es dann aber doch zur Strecke bringen. Die verschwundenen Mitarbeiter hatten wohl nicht so viel Glück. Sie waren alle tot. Rinko verlor auf der ganzen Rückfahrt kein einziges Wort. Ich glaube, die ganze Situation hat einen Nerv bei ihr getroffen. Ich habe ihr gesagt, was sie hören wollte. Man ist kein schlechter Mensch, nur wenn man einen Fehler macht, sondern wenn man ihn nicht bereut. Der Turboschüler! Mich erreichten Gerüchte über einen Schüler, der auf einer Schnellstraße herumrennen sollte. Naja, eigentlich rannte er eher den Autos und Motorrädern hinterher und versuchte einen Unfall zu verursachen. Klang für mich eindeutig nach einem Besucher. Als ich Ed informierte, war er ganz aus dem Häuschen. Er sagte, der Vorfall sei dem Großstadtmythos der sogenannten Turbo-Oma sehr ähnlich. Der klingt auf jeden Fall gut. Natürlich erzählte er es mir nicht direkt, sondern spielte mir eine Aufnahme vor, als ich das Thema anschnitt. Weiß der Geier, wann er das aufgenommen hat oder woher er wusste, dass wir es brauchen würden, aber sei es drum. Uns war jedenfalls klar, dass wir mit ihm mithalten müssten, wenn wir irgendetwas über diesen Turboschüler herausfinden wollten. Also war Rinko mit an Bord. Mit ihrer Hilfe motzten Ed und Dale, wer ist denn Dale, den Namen höre ich zum ersten Mal, ein Motorrad für uns auf.
Die Mühle war mit einem Monster von einem Motor ausgestattet und mit einer Art energieausstoßendem Gerät, das uns die echten Monster vom Hals halten sollte. Okay, auch das hätte ich gerne, weil mir kommt es ein bisschen so vor, als hätten die so Ideen und Konzepte und Quest-Designs, die die nicht mehr ins Spiel einbauen konnten, wie zum Beispiel ein geistervertreibendes Supermotorrad, hätten die in diese Texte geschrieben. So von wegen, ja, die Idee war gut, aber wir schaffen es nicht mehr, dass das ins fertige Spiel kommt. Komm, machen wir Texte drüber, damit die Spieler und Spielerinnen wenigstens wissen, was sie verpassen. Okay, Gerät, Motorrad, echte Monster vom Halt. Mit etwas Glück sollten wir damit eine unschöne Begegnung mit dem Straßenbelag vermeiden können. Rinko saß am Lenker und ich hinterher. Wir rasten mitten in der Nacht die Schnellstraße entlang, als der Turboschüler tatsächlich auftauchte und rannte, als sei der Teufel selbst hinter ihm her. Er näherte sich uns mit einer Höllengeschwindigkeit, aber ich konnte ihn ausschalten. Allerdings musste unser Motorrad dran glauben. Wir wurden nicht verletzt, aber das Gerät war wohl doch zu viel für das Bike. Rinko und Ed wollten es trotzdem wieder reparieren und sogar verbessern, damit es auch sicher durch den Nebel fahren kann. Hey, kriegen wir doch noch so ein Motorrad, das durch den Nebel fahren kann? Nein, ich glaube nicht. Das wäre zu cool. Immerhin haben sie auch noch Spaß an der nervigen Bastelei. Wenn sie da so rumschrauben, wirken sie wie Kleinkinder im Spielzeugladen. Ah, Gott, ey. Ich will nicht mehr lesen, aber jetzt haben wir nicht mehr viel. Los geht's. Ausgrabung im Yukai Sabo. Ach, war das da, wo wir das erste Mal unsere Superkraft verloren haben? Es hat lange gedauert, aber langsam gewöhne ich mich an die Kräfte von diesem Mistkerl. Hä? Von welchem Mistkerl? Über was reden wir hier? Naja, gut. Nun, die verflixten Visionen werfen mich immer wieder aus der Bahn. Das war's dann wohl mit meinem Leben als normalen Menschen. Ob es mir gefällt oder nicht, mein Körper ist jetzt genauso mysteriös wie seiner. Damit muss ich mich abfinden. Rinko und Ed haben mir gesagt, ich soll das Beste daraus machen. Bei den verdammten Wissenschaftlern ist immer die eine oder andere Schraube locker. Immerhin haben sie mir den Arsch gerettet. Da bin ich mal nicht so. Wie dem auch sei. Ich wurde losgeschickt, um das zu untersuchen, was von den alten Yukai Soba noch übrig ist. Nachts verströmt der Ort mystische Energie und die unterschiedlichsten Gestalten anlocken. Und ich meine damit nicht nur hungrige Kerle wie mich. Ich spreche hier von echten Monstern. Deswegen habe ich den Laden abgerissen. Was? Sie haben den Laden abgerissen. Es hat Kunden angelockt, ja. Aber nicht unbedingt die lebendige Sorte mit rosigen Wangen. Ich habe mich also umgesehen. Und da war dieses seltsame Flimmern. Es war zu verschwommen, um etwas zu erkennen, und zunächst hielt ich es für eine Vision. Aber als ich genauer hinschaute, erkannte ich, dass es eine fast schon menschliche Gestalt war. Sie sagte jedoch kein Wort und zeigte nur auf den Boden. Ich fing dort an zu graben und stieß auf Knochen, menschliche Knochen. Sie sahen alt aus, Jahrzehnte alt sogar. Einer meiner Kontakte warf einen Blick darauf, konnte aber nichts feststellen, außer dass die Knochen aus dem Krieg stammen könnten. Aus der Zeit, als Shibuya von den Alliierten und ihren Brandbomben in Schutt und Asche gelegt wurde. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Toten hier ihre Ruhe finden können. So hektisch, wie es heute dort zugeht. Kein Wunder, dass ihre Wut manchmal überkocht. So, hey Leute, ich muss jetzt leider mit der Folge Schluss machen. Ist gerade was dazwischen gekommen. Die dauert jetzt eh schon super lange. Aber ich glaube, ich mache jetzt dann noch eine zweite, die dann wahrscheinlich gleich morgen weitergeht. Und dann ist eh schon wieder der nächste Stream, der dann wahrscheinlich super deluxe lang wird. Das heißt, wir lesen jetzt dann morgen noch die letzten paar Zeilen hier fertig. Und dann geht's in
die nächste Hauptstory. Endlich. Aber die Nebenstories heute waren auch ziemlich cool, oder? Die haben mir beide gut gefallen. Das waren beide sehr nette, kleine, coole Geschichten. Wie gesagt, das finde ich wirklich sehr gut an dem Spiel. Nebenmissionen kann das Spiel 10 von 10 Punkten. Naja, okay, 9. Naja, 8,5 von 10 Punkten für die Nebenmissionen. Aber fairerweise sind so Nebenmissionen in solchen Spielen, in so Open-World-Spielen, meistens eher so eine 3 von 10. Insofern ist so eine 8 von 10 schon ziemlich gut. Okay, Leute, gute Nacht oder wie spät es auch immer bei euch ist. Da diese Zeit gut, gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao.